Hallo Leute und herzlich willkommen bei Play Micro. Wie ihr gesehen habt, habe ich meinen Channel-Namen geändert. Das heißt, ab heute bin ich unter Play Micro zu finden. Und was ich hier für euch habe, ist eine blaue Tinbox von Ninjago der Serie 5 mit 5 Boosterkarten, Chase Avatar und eine Lego Ninjago-Figur. Das Ganze für 7,99 €. Da bin ich mal echt gespannt, was da Schönes drin ist. So, doch, lass uns erstmal zuerst die Box öffnen. Als erstes müssen wir die Folie wegmachen. Dazu habe ich natürlich ein Taschenmesser genommen. So, ich bin gespannt. Wir haben jetzt schon die grüne, die rote Box und jetzt hier die blaue. So, machen wir mal die Folie weg. Und öffnen die Box. Beim letzten Mal wissen wir noch vom letzten Mal, dass es schwierig ist, die Box zu öffnen. Jetzt habe ich sie aufgekriegt. So, und ich bin mal gespannt, was Schönes drin ist. Haha, wow. Drin ist zum einen Limited Edition J. Cool. Dann des Weiteren haben wir Chase Avatar Limited Edition Karte von LE14. Die glänzt ja echt toll. Der hat da eine Gitarre in der Hand. Cool. Und es gibt dazu 1, 2, 3, 4, 5 Boosterkarten, die wir jetzt für euch auch aufmachen werden. So, die Box tun wir mal zusammen machen. Zack. Die legen wir hier hin. Hier kommt die machen wir da unten hin. Hier kommt die Lego Ninjago Figur hin und hier die limitierte Karte von Jay. Und die 5 Boosterkarten. Wir fangen an mit Package Nummer 1. Spannend. So, als erstes haben wir den entschlossenen Scott mit der 68. Dann kommt so eine Green Special Card mit dem fiesen Ungami mit der 102. Dann haben wir den Power Flitzer mit der 200C, also Jace Power Flitzer ist das, um genau zu sein. Dann haben wir mit der 211 Lois Power Flitzer. Lois Power Flitzer, wow. Den hat mein Sohn sogar, der ist echt cool. Kann ich jedem nur empfehlen. Und als Special Card haben wir Mega Digi Lloyd mit der 136. Guck mal, wie schön der glitzert. Eine sehr schöne Karte. So, dann kommen wir zum nächsten Package. Oder sagen wir mal zum nächsten Booster. Das sind ja Booster, ne? Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Als erstes haben wir drin die weltberühmte Anleitung. Die kennt jeder, ne? Habe ich schon mehrfach gezeigt. Die ist immer zufällig in irgendeiner Packung dabei. Dann haben wir als nächstes eine Green Special Card mit fiese Ultraviolett mit der 116. Als nächstes im Petto ist Blizzard-Bogenschütze mit der 94. Dann haben wir Skate-Unfall mit der 173. Skaten ist nicht so einfach, wie man das manchmal denkt. Kann schwierig werden. Na, was brauchen jetzt die Karten hier? So. Dann als nächstes haben wir ein Poster-Element, rechte Seite, Mitte.
mit der 240. Und als Special-Karte haben wir Ultra Duell Sushimi mit der 10. So, jetzt kommen wir schon zur Boosterkarte Nummer 3. Die lässt sich nicht so leicht öffnen. Dann nehmen wir mal die andere Seite. Zack, zack, schirack. So. Als erste Karte haben wir den Char mit der 78. Dann haben wir Team Prime Empire mit der 73. Als dritte Karte haben wir den Ermittler mit der 181. Ob der gescheit ermittelt? Die Karte Nummer 4 ist leichtes Training mit der 155. Und als Special-Karte haben wir Nimmerwelt Zane mit der 26. Ich finde, die sieht richtig gut aus. Schöne Reflexion. Sehr gut kreiert. Dann kommen wir zur vierten Booster Package. Die vorletzte Packung für heute. Nee, doch, ja, stimmt schon. Als erste Karte haben wir mutigen Clutch Power mit der 49. Sieht aus wie Indiana Jones, ein bisschen. Dann haben wir hinterhältigen General Kosu mit der 126. Dazu ein Booster-Element von links oben mit der 244. Darauf ist auch der Jay zu sehen. Dann haben wir Kais Feuerdrachen mit der 219. Richtig übles Teil. Und als Spezialkarte haben wir Nias Avatar mit der 146. Wow, ist das nicht toll? Mega. Ja, und nun kommen wir schon zum letzten Paket. Booster-Paket Nummer 5. Als erste Karte ist es die Legacy General Kosu mit der 125. Ganz fiese Gestalt. Legacy Meister Wungu mit der 40. Ohne ihn könnten wir das Gleichgewicht gar nicht so darstellen. Gott sei Dank gibt es ihn. Dann haben wir Rekord mit der 186. Das ist Kais Automat, Lloyds Automat. Dann haben wir ein Poster-Element, rechte Seite Mitte mit der 249. Und die letzte Karte heute ist lustigerweise passend zu der limitierten Edition Chase Avatar. LE14 haben wir hier Chase Avatar mit der 152. Das passt ja wie das Faust auf Auge. Das ist mal lustig. Tja, das war die blaue Tinbox von Ninjago der Serie 5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Und so, wenn ihr die Glocke aktiviert und einen Sub hinterlasst, dann seht ihr auch immer, wenn ein neues Video von mir kommt. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Maikro. Ciao.